Heute geht es 1,5 Stunden Richtung Osten nach Mühldorf am Inn und schon verstehe ich die Sprache nicht mehr und wir fliegen in Formation mit 2 ULs durch die Kontrollzone München mit einigen Überraschungen. Was habe ich gut gemacht und was hätte ich am Funk besser machen können? Ah, Leute, scheiße, ich sag's euch, du. Wir haben deutschlandweit Charlie, wir haben Bombenwetter, überall, wo ich losgefahren bin, blauer Himmel. Und hier am Platz, da hängt die Suppe wieder drin. Das darf nicht wahr sein. Was ist denn eigentlich los in letzter Zeit? Letzte Woche ja auch schon. Alter Schwede, du. Jetzt hoffen wir mal, dass es in den nächsten 1,5, 2 Stunden aufzieht. Weil sonst wird es heute wieder nichts. Mann. Boah, Mann, ist der schon wieder platt. Ich sag's euch, 2, 3 Tage länger hält der nicht mehr durch, muss ich mal schauen. Aber ich glaube noch nicht, dass das ein Grund ist, die Kiste zu verkaufen. Wenn ihr aber Lust habt, euch den Traum vom eigenen Flugzeug zu verwirklichen, schaut gerne mal hier vorbei, flugzeugkaufen.com. Hier könnt ihr kostenlos euer Flugzeug einstellen zum Verkaufen, könnt aber gerne mal schauen, was die Schönes da haben zum Kaufen. Danke für den Support erstmal und ich würde sagen, wir pumpen die Kiste jetzt auf und dann schauen wir mal, ob sich das Wetter noch bessert. Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen an Bord der C42 auf dem Weg zum Rollhalt der Piste 154 aus dem wunderschönen, noch ein bisschen vernebelten Bad Waldsee. Aber wir haben mittlerweile gute Sichten, das Wetter hat aufgezogen und ich habe schon gesehen auf dem Radar, auf der Karte, das ist wirklich wunderbar, es ist ringsherum wunderschön. Das heißt, wir werden jetzt da hinten raus Richtung Osten starten und werden dann quasi im Westen richtig schön die Nebelsuppe sehen. Aber in Ostenrichtung, wo wir wollen, ist alles frei. Das hält sich ja noch so ein bisschen, aber das zieht jetzt hier auch auf. Überall bilden sich blaue Lücken. Das passt also wunderbar. Ja, was machen wir heute? Ich treffe mich heute wieder mit dem Michael mit seiner SD1. Wir fliegen nach Mühldorf. An der Inn ist das, glaube ich. Und danach, da werden wir eine Pizza oder was essen, mal schauen. Und danach werden wir in Formation quasi durch die Kontrollzone München fliegen. Und wir schauen mal, was uns noch so alles Spannendes erwartet auf dem Weg bis dahin. Von dem her, seid gespannt, schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß mit unserem kleinen Abenteuer hier. Alter Verwalter, guckt euch das mal an, du. Leck mich am Arsch. Also überall Bodensicht, ne? Das täuscht vielleicht auf dem Videomaterial, aber guckt euch das mal an. Was für ein Traum, du, was für ein Traum. So, schaut mal, Leute, ich nehme euch mal mit hier nochmal auf einen Schwenk nach draußen und schaut euch das mal an hier. Ein absoluter Traum hier. Links von uns ist es zu, muss man sagen, aber rechts von uns kann man bis auf den Boden gucken. Alles wunderbar. Jetzt sind wir genau über der Kontrollzone Memmingen, auch im TNZ-Verfahren, hört da gerade so ein bisschen mit. Und einfach nur schön, ich sag's euch, hier ist kein Wind, hier ist nichts mehr. Cruise mit 160 Airspeed, 4600 Umdrehung. Cruisen wir da vor uns hin. Ey, schön, einfach nur schön, muss ich sagen. Ne, kein Stress, wir haben jetzt noch eine Stunde, 10 Minuten bis Ankunft. Alles easy, alles gut. Ich dachte mir gerade, da unten ist ein riesen Flugplatz, ne, eine riesen Runway. Aber auf der Karte nirgendwo finde ich irgendwas. Da dachte ich, bist du bescheuert jetzt? Gibt's ja gar nicht. Und dann fällt es mir wieder ein, unten ist Penzing. Da war die Transall, die C160 war da stationiert. Und da war ich so oft da unten und habe das Biest repariert. Am Fahrwerk vorne, am Bugfahrwerk. Jetzt, das ist auch die Autobahn, die A96, die da parallel entlang führt. Zeig's euch gerade mal. Da ist Penzing, auch das erste Mal, dass ich jetzt da drüber fliege. Auch cool. Ja, sowas ist natürlich jetzt beschissen. Wir sind jetzt auf einer Höhe, auf der wir sein müssen. Wir haben über uns 4500 geht Luftraum Charlie los und unter uns ist die Kontrollzone, die bei 3500 Fuß losgeht. Das heißt, wir müssen eigentlich bei 4000 Fuß müssen wir sein, ne? Punkt. Um eben diese 500 Fuß auch Abstand zu halten zu der jeweiligen Kontrollzone. Das heißt, wir können nicht ausweichen und hier ist bockig wie Sau. Aber ich glaube nicht, dass es bockig ist, weil du hast hier direkt diesen Dunstschleier, siehst du am Horizont. Und wenn du genau auf der Höhe von dem bist, da hast du diese turbulente Luft da drin. Und du siehst auch an dem GPS, ständig wechselt den Ground Speed, ne?
Das heißt, da ist hier ordentlich Bewegung drin. Und als wir drüber waren, war alles mucksmäuschen ruhig und jetzt sind wir genau in diesem Layer drin. Wir waren genau am Horizont, haben wir jetzt diese Dunststich und es beutelt uns hier ordentlich umeinander. Also das ist schon ziemlich Banane, muss ich sagen. Normal würde ich jetzt drüber gehen, ne? Aber kann man ja nicht. Lange Information aus. Warte mal, wieso fliegt da eine Lufthansa-Maschine? Geht's eigentlich noch? Unser Plan war ja, durch die Kontrollzone zu fliegen, ne? Und vielleicht auch ein Low Approach, ne? Wer weiß. Und wissen wir noch nicht, weil halt gestreikt wird heute, ne? Gestern und heute war der Flughafen quasi praktisch tot. Und da haben wir gedacht, die Chancen stehen eigentlich ganz gut. Aber wenn ich da jetzt hier ein Lufthansa-Fliegerchen sehe, sag mal. So, da liegt ganz schön was los hier am Funkclub, 4-5 Maschinen, aber ich sehe keinen einzigen in der Platzrunde. Delta Mike Solo Uniform Sierra, bitte für den Queranflug Piste 08, ich habe keinen weiteren Verkehr, die sich in der Platzrunde. So, die ist ganz schön klein, die Platzrunde, Leco Mio Uniform ist ja schon der Platz. Delta Uniform Sierra, Endanflug 08. 210, weil hier tut es ja Böen geben, du. Das, was die Kiste hier absäuft. Was ist denn das für ein Wind, sag mal? Der Windsack hängt doch schlaff runter. Wir schweben, jawohl. Wunderbar. Herzlich willkommen in Mühldorf am Inn. Da war ich auch noch nie. Sehr, sehr cool. Eine ewig lange Piste, du. Uiuiui. Oh. Was ist denn das so windig hier? War ekelig, oder? Grüße dich. Boah, hier geht doch ganz schön Wind, du. Hätte ich nicht gedacht. Also die Fliegerei war ekelig. Ja. Oben ging's. Servus erstmal. Grüße dich. Oben ging's. Ja. Sobald du runterkommst, Grenzschicht war turbulent. Das haben wir im Video auch erzählt. Ja. Ne, weil ich musste unterhalb von Charlie bleiben. Ja, genau. Wegen München. Und da war es kreislich. Und oben war Hammer, aber unten war furchtbar. Ja. Alter. Jetzt gucken wir mal, was die Pizza macht, ne? Schauen wir mal, ja. Auf haben sie. So, der Plan steht, und zwar nicht zum Friseur gehen, die Haare ja Wahnsinn bei dem Wind hier. Unglaublich. Aber wir haben einen Plan, oder? Ja, einen Plan. Schlachtplan steht. Gestärkt sind wir auch. Durch die Kontrollzone, Low Approach, Infield 360, wir nehmen alles mit, ne, was geht. Und ich sag schon mal Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns gleich in der Luft wieder. Schön Air-to-Air durch die Kontrollzone München. Und wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Also mach's gut, gell? Bis nächstes Mal. Ciao. Ja, und Dankeschön auch an die zwei Damen, die haben nämlich die Fotos und die Videos gemacht, das ihr gerade gesehen habt. Wunderbar, ich hoffe zumindest, hab's noch nicht gesehen, aber die haben einen ganz kompetenten Eindruck gemacht, die zwei. Grüße gehen raus. Oh, jetzt blendet die Sonne ordentlich, jawohl. Runway in use, 08 right. Transition level, 70. Runway 08, left closed. Munich Tower, Delta Mike Zulu, Uniform Sierra Formation, hello. Station calling Tower, please second, Herr Kölzer. Delta Mike Zulu Uniform Sierra Formation, hello. Delta Mike Zulu, Zulu Fox, go ahead. Delta Mike Zulu Uniform Sierra Formation, 2 Ultralight Aircraft, VR, VFR, 10 minutes east of Hotel 1, if possible for CTR crossing via Foxtrot, we have information, Delta. Confirm the call sign is Delta Mike Zulu Uniform Sierra. Affirmative. Delta
Delta Mike Zulu Uniform Sierra, Runway News 08, Queenage 1010. Delta Mike Zulu Uniform Sierra, Queenage 1010, Runway News 08. Ja, ich versuche ja immer selber aus meinen Aufzeichnungen zu lernen. Und was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, ich habe ihm ja gesagt, dass wir Information Delta an Bord haben. Das heißt, wir haben das ARTIS abgehört und wissen die Runway in Use und das QNH. Und das hat er eben uns nochmal gesagt. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Aber achtet mal genau drauf, was mir nachher für ein Fehler passiert ist. Mal schauen, ob ihr ihn auch erkennt. Delta Mike Solino vom Sierra Enter Control von Via Hotel Routing. Delta Uniform Sierra Formation Enter Control von Via Hotel Routing. Okay, Freigabe haben wir schon mal, um reinfliegen zu dürfen. Über Hotel Routing, das heißt, wir melden uns jetzt erst bei Hotel 1. Das ist ja ein ausgemaltes V. Das heißt, es ist ein Pflichtmeldepunkt. Da müssen wir auf jeden Fall uns melden. Und hab das gemerkt. Also ich habe ja bei meinen Funksprüchen immer Formation mit angehängt. Und er hat diese Formation, weil man ja zwei ULs sind, hat er auch immer erwidert. Aber jetzt beim wirklich entscheidenden Funkspruch, bei der Freigabe, dass wir in die Kontrollzone über Hotel einfliegen dürfen, hat er quasi dieses Formation, das Formation weggelassen und hat nur gesagt, Delta Uniform Sierra, clear to enter control zone via Hotel Route. Und da hätte ich jetzt normalerweise eigentlich nachhaken müssen, just to confirm, the formation is cleared to enter the control zone via Hotel Route, weil eigentlich war ja die Clearance jetzt nur wirklich für mich und nicht mehr für die Formation gedacht. Weiß ich nicht, wie seht ihr das? Delta Mike Zulu Uniform Sierra Formation Hotel 1 2800 feet. Delta Mike Zulu Uniform Sierra. Leute, das ist spannender als jeder Krimi, ich sag's euch. Wenn du das nicht täglich machst, letzte Mal, ich weiß gar nicht, ist schon wieder über ein Jahr her, wo ich hier durchgekachelt bin. Eieiei. Kommen wir zum nächsten Pflichtmeldepunkt, Hotel 2. Delta Mike Zulu Uniform Sierra Formation Hold Overhead Hotel 2. Delta Uniform Sierra Formation Holding Over Hotel 2. Delta Mike Zulu Uniform Sierra Formation Hotel 2 Holding Position. Delta Mike Zulu Uniform Sierra Formation Proceeding Bound Threshold Runway 083. Delta Uniform Sierra Proceeding Bound Runway 08 Threshold 083. Delta Mike Zulu Uniform Sierra Formation, you're cleared to cross the southern runway via Threshold Runway 08 right and after crossing of the southern runway leave control zone via Foxtrot Routing. Delta Uniform Sierra cleared to cross runway at threshold 08 right and after leaving via Foxtrot Routing. Any chance you can do a 360 over the center? Delta Uniform Sierra Formation, from my side it's approved and you're also cleared to cross the northern runway. Uniform Sierra cleared to do 360 in the sit center and then crossing northern runway via Foxtrot. Delta Uniform Sierra Formation, Foxtrot 2, 2800 feet. Delta Uniform Sierra Formation. Delta Mike Zulu Uniform Sierra Formation approved to leave. Schönen Flug nach Servus. Delta Uniform Sierra Formation approved to leave. Danke, schönen Flug für den Service. Ciao. Eieieiei. Ich glaube, so ein paar Patzer hatte ich drinne, so ein paar kleine. Aber meist ist es halt, ne? Muss man echt öfters mal machen. So, bist du auf der Frequenz? Ich bin da hier, wunderbar. Ja, sorry, ich habe mich nicht getraut mit dem Low Approach, weil die eine Runway, die linke, die war eh gesperrt im ARTIS, deswegen, ja. Ja, alles gut, da ging's auch ganz schön zu gerade, gell? Hätte ich gar nicht gedacht. Jawohl, dann danke ich dir aber wieder nett und bis zum nächsten Mal, melde dich, wenn du gelandet bist, ne? Guten Flug, ich melde dich, servus. Ja, jetzt haben wir das ganze München-Kontrollraum Charlie-Wirrwarr hinter uns gelassen, sind jetzt auf 5500 Fuß gestiegen, also über diese Dunstschicht, die man da sieht, und es ist wieder wie auf Schienen, du kannst die Kiste loslassen, die fliegt einfach nur geradeaus, das ist Wahnsinn. Und da unten die ganze Zeit, es war kein so schönes Fliegen heute, muss ich sagen, es hat schon ordentlich gebuckelt und gewackelt.
Ja, Leute, da unten ist schon dunkel. Die Sonne verschwindet so ein bisschen hinter den Schleierwolken. Die Bergspitzen werden noch angeleuchtet. Und wir haben den Platz da vorne schon in Sicht. Wunderbar, einfach wunderschön. Ist auch kein Wind mehr hier. Recht windstill. Boah, einfach ein Traum, muss ich euch sagen. Wirklich wunderschön. Ein Hammerrückflug, wirklich. Ganz entspannt. So, schau dir das an. Schau dir das an, wie schön wir hier schweben können. Jawohl. Näschen oben, Näschen oben. Jawohl, wunderbar. Welcome back in Bad Waldsee. Ja, Leute, ich sag's euch. Wir sind ja erst mittags hier losgeflogen, aber so ein Tag wie heute, der kommt einem vor, als ob man wirklich 2-3 Tage weg gewesen wäre. So viel erlebt, so viele Eindrücke, wunderschön. Und das Ganze alles nur an einem Nachmittag innerhalb von, ich weiß nicht, 6 Stunden. Wir haben insgesamt ein bisschen mehr als 3 Stunden Airtime gehabt. Wunderbar, freue ich mich wirklich. Jetzt verräume ich die Kiste noch und ich sage Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch der Content gefallen hat. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt, Daumen nach oben, lasst gerne einen Kommentar da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht es gut, Servus und Ciao.